Ich bin ja kein Freund von Superlativen, ne? Aber einen besseren Waffelteig wirst du nicht finden. So einfach ist das. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute, ja, ich hab's ja gesagt. Und ich bin davon auch überzeugt. Heute gibt's den besten Waffelteig ever. Da gibt's auch eine Geschichte zu. Meine Frau hat diesen Waffelteig quasi mit in die Ehe gebracht. Ich glaube, gelernt in der Schule damals, also auch schon ein paar Jahre her. Und eine Zeit lang gab es bei uns immer so ein Battle. Wer hatte wirklich den besten Waffelteig? Und während ich immer ganz viele Kochbücher gekramt habe, obwohl Internet gesucht habe und, hat sie immer wieder den gleichen Zettel rausgeholt und gesagt, da, du brauchst nicht suchen. Und was soll ich sagen? Sie hatte recht. Heute gibt es den besten Waffelteig. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Für den besten Teig, Waffelteig ever, brauchen wir 250 Gramm Zucker. Wir brauchen eine Packung Vanillezucker, eine Packung Backpulver. 250 Gramm Butter, 5 Eier, schon aufgeschlagen, wollte ich gerade sagen, schon getrennt von der Schale in einer kleinen Kumme, 500 Gramm Mehl und 500 Milliliter Milch. Ja, und daraus, also aus dem hier, zusammen mit dieser Maschine machen wir uns den weltbesten Waffelteig. Es ist nicht kriegsentscheidend, ob ihr so eine Maschine habt oder nicht. Geht auch ein Handrührgerät, notfalls kann man es auch mit der Hand und einem Schneebesen machen. Ist halt nur anstrengender, ne? So, also, alles rein, was wir brauchen. Die Milch. Klöter, Klöter, Klöter. Die Eier. Vanillezucker. Backpulver, die Hälfte etwa. Also eine halbe Packung. Unser Mehl. Und Butter. Da mache ich jetzt nicht den ganzen Block auf einmal rein, sondern teile ihn. Dann hat es das Rührgerät leichter. Die ist übrigens auf Zimmertemperatur. Die ist so, eine gute Stunde, 2 Stunden ist die jetzt draußen aus dem Kühlschrank. Wenn sie zu hart ist, wird es wieder schwer für das Rührgerät. Und wir wollen ja niemandem die Arbeit schwerer machen, als es nötig ist. So, rein damit. So, da ist noch was. So, rein damit. Na, komm schon hier. So. Und jetzt einfach. Zack, und rühren. Das dauert ein bisschen. Von wegen. den Zucker darf man nicht vergessen. So, jetzt aber rühren. Na, ist es irgendjemand aufgefallen? Deswegen sage ich, mit der Hand wird anstrengend, ne? Die Geschwindigkeit muss man erstmal hinkriegen. Fünf Minuten lang habe ich ihn jetzt kneten, mixen, mischen lassen, den Waffelteig. Und jetzt nochmal so 5 Minuten stehen lassen, vielleicht auch 10. Ich wollte euch sowieso noch was zeigen. So, da tropft er vor sich hin, der Teig. Kommen wir zu unserem nächsten oder Hauptdarsteller Teil 2, dem Waffeleisen. Kommen wir zu einer neuen Rubrik, die ich mir ausgedacht habe. Ich nenne sie mal Markus Kitchen Stuff. Weil ich immer wieder Nachrichten bekomme und ich weiß, dass ich spätestens bei dem Einblenden vom Waffeleisen diese Nachrichten auch wieder bekommen hätte. Was hast du da? Warum hast du das? Wo hast du das gekauft? Ab sofort, immer mal wieder, regelmäßig und unregelmäßig, Markus Kitchen Stuff. Achtung! Spuren von Werbung enthalten. Auf geht's. Waffeleisen gehört zu solchen Sachen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, eher so braucht man ein bis zweimal im Jahr. Wenn man es aber nicht hat, ärgert man sich. Welche Marke da drauf steht, ist vollkommen egal, weil das Ding habe ich mir selbst gekauft. Es gibt nur so ein, zwei Sachen, die ich unheimlich wichtig finde bei so einem Waffeleisen. Punkt 1. Eine vernünftige An- und Ausleuchte, wenn sich das vorheizt. Aber noch viel wichtiger, hier. Man kann regulieren die Hitze. Es gibt einige Waffeleisen, die können nur an oder aus.
finde ich furchtbar. Gerade je nachdem, welchen Teig man besonders mag, ist das so eine Sache, die ich richtig, richtig gut finde beim Waffeleisen. Zack, es heizt vor. Ich habe es mal umgedreht, weil der Stecker sonst nicht reicht. Was ich auch wichtig finde an einem Waffeleisen, aber das ist nur meine Meinung, ich habe hier so eins zum Umstürzen. Zack. Das hat nachher den Vorteil, wenn man hier ist übrigens auch eine Betriebsleuchte, wenn man es dreht, auch nicht unwichtig, ne? So, hat den Vorteil, wenn wir jetzt hier gleich den Teig einfüllen, da, ja, dann hier schön rein mit dem Teig, rein, 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 Deckel drauf, dann kann man nach einer gewissen Zeit das Ding schön stürzen, so rum, dann verteilt sich auch die Waffelflüssigkeit, der Waffelteig überall. Ja, so ein kleines Gimmick, stehe ich voll drauf. Zu guter Letzt, was darf so ein Waffeleisen kosten? Das hier hat, glaube ich, 29,90 gekostet. Wie gesagt, Marke ist völlig egal. Die kosten alle so um den Dreh rum. Und wie gesagt, wichtig sind so ein paar Sachen, wie mir zumindest, vernünftige Anzeigen, eine Temperatursteuerung und dass das Ding von außen nicht knallebocke heiß wird. Ne? Das kannst du auch, wenn wir es gleich benutzen, noch überall halbwegs anfassen. So, und jetzt warten wir, dass wir das Ding einsetzen können. Und fertig sind wir mit unserer ersten Abteilung Kitchen Stuff. Guck an, jetzt ist sie gerade umgesprungen, wo ich fertig war. Grün ist aus, nur noch rot ist an, heißt, Waffeleisen kann benutzt werden. Dann wollen wir das Ding mal aufmachen, aufklappen. So, zack. Es dampft, es qualmt. So. Na, und jetzt kommen wir mit unserem herrlichen Teig. Den habe ich hier. Na, ihr seht das gar nicht, ne? Hier habe ich ihn. Und dann kommt jetzt eine Kelle rein. Ups. So. Dann war ich ein bisschen vorsichtig. Da kann noch ein bisschen mehr rein. Perfekt. Waffeleisen zu. Klappen. Und damit es jetzt schön gleich verteilt, damit es sich jetzt schön gleich verteilt, drehe ich es einmal um. So, und wenn die grüne Leuchte angeht, ist die Waffel fertig. Eigentlich. Ich habe das Ding für die Kameraposition nur noch einmal schnell umgedreht. Es sind ja trotzdem auf beiden Seiten Leuchten. So, noch leuchtet rot. Gleich sollte es grün werden. Ups, grün. Ja, immer wenn ich die Kamera gerade ausmache. So, schauen wir mal nach. Ah, hervorragend. So, geht sie denn auch raus? Ja, guck an, das ist das Wichtigste. Nicht mit den Pfoten jetzt hier, vorsichtig. So, sie geht raus. Ich habe hier so einen Teller, warte. Zack, hervorragend. Ich will mir nämlich nicht die Finger verbrennen. Von der anderen Seite auch mal eben zeigen. Ah, super, ich mache noch zwei, drei. So, zweite Waffel auch fertig. Ah, guckt euch das an. Mit Waffeln und Pfannkuchen verhält es sich gleich. Der erste wird so lala, der zweite immer perfekt. Hammer! So, wie ihr eure Waffel essen möchtet später, ist euch überlassen. Mit heißen Kirschen oder ne, was weiß ich. Ich schneide mir jetzt hier einmal kurz an. Damit man sie dann später auch schön auseinanderziehen kann. Und bei mir kriegt eine Waffel dann immer so ein bisschen Puderzucker drauf. Mega! Da ist er! Hier! Ah, der beste Waffelteig. Vielleicht ist das auch der Titel. Der beste. Reicht. Und jetzt können sie alle sagen, woher will das wissen? Ganz ehrlich, ich habe schon so oft versucht, meiner Frau zu sagen, ich habe doch noch was Besseres gefunden. Und jedes Mal muss die zugeben, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Mahlzeit. Mm. Mm. So muss Waffel. Die bräunt sich schön an, die ist fluffig, die ist saftig. Mm. Ich mag diese belgischen Waffeln, also diese dickere. Mm. Müsst ihr nachmachen. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen dicken Daumen da. Warte mal. Also, aufgegessen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar da unten in den Kommentarfeldern und ein Abo auf kostenloser, bester Waffelteig Ehrenbasis. Würde ich mich drüber freuen. Tschö. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Der ist nämlich von meiner Frau. Beziehungsweise meine Frau
mein Frau, meine Frau. Eben aufgegessen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen dicken Daumen nach oben da. War da noch Zauberzucker, Puderzucker, nochmal. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.